Bischof Ackermann, wir sind beim Studientag Pastorale Herausforderungen in der Missbrauchsthematik. Wieso haben Sie zu so einem Studientag eingeladen? Warum ist Ihnen das wichtig? Wir haben in den letzten Jahren immer einen Studientag, eine Fachtagung abgehalten. Wir wollen von Seiten der Bischofskonferenz natürlich auch denjenigen, die in den Bistümern, aber auch in den Ordensgemeinschaften Verantwortung tragen, sei es als Ansprechpersonen für Missbrauch oder Präventionsbeauftragte, die Möglichkeit geben, auch sich kollegial auszutauschen, Fortbildung zu haben. Und auf diese Weise haben wir immer verschiedene Themen angeboten. Im letzten Jahr haben wir uns mehr um die Frage der Schutzkonzepte in den Einrichtungen bemüht. Und diesmal ist das Thema mehr die Frage nach Glaube und Spiritualität in diesem ganzen schmerzlichen Feld der sexuellen Gewalt. Sie sprechen von Chancen, aber auch von Risiken. Was sind denn jetzt die Risiken? Ja, das Risiko besteht zunächst mal darin, dass es eine besondere Gefahr gibt, wenn Missbrauch geschieht im Bereich der Kirche, in glaubensnahen Zusammenhängen, dass Menschen nicht nur für sich menschlich, seelisch verwundet werden und Gewalt erleiden, sondern dass auch ihr Gottesbild damit verwundet oder verdunkelt wird. Das haben uns Betroffene immer wieder gesagt. Also die Spiritualität kann auch dann im negativen Sinn eine Wucht entwickeln, die besonders verhängnisvoll ist, weil natürlich der Glaube eigentlich helfen soll, gerade die Schwierigkeiten, auch die Verletzungen des Lebens zu meistern. Das ist das eine Risiko. Und das andere Risiko besteht darin, dass man zu schnell spirituelle Antworten zu geben versucht und dann Betroffene sagen, ja bitte aber jetzt nicht irgendwie eine spirituelle Soße über das Ganze gießen und dann versuchen sich auf diese Weise schon wieder reinzuwaschen. Es haben Betroffene sehr aggressiv auch, und ich kann das verstehen, gesagt, ja, ihr bittet Gott um Vergebung, aber wo stehen wir? Müssten wir die ersten Adressaten sein, die um Vergebung gebeten werden? Wie kann man denn dem entgegensteuern? Was empfehlen Sie den vielen Präventionsbeauftragten, die heute hier sind? Was sollen die umsetzen, um als Kirche authentisch und glaubwürdig zu bleiben? Also das allererste heißt natürlich, sich wirklich ganz den Opfern zuzuwenden, genau zuzuhören. Und das ist das Erste, und ich würde sagen, das Zweite und das Dritte. Zuhören, 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 keine vorschnellen Antworten geben. Ich würde mal sagen, die Präventions- und Missbrauchsbeauftragten, die sind da auch besonders sensibel und geschult. Aber diejenigen, die Amtsträger sind, die, glaube ich, müssen das sich noch mehr sagen lassen, auch nicht zu schnell in eine Verteidigungshaltung zu gehen, sondern zuzulassen, zuhören und dann nach einer gewissen Zeit auch zu sagen, was habe ich gehört, was sind wirklich die Fragen, was sind die Bedürfnisse, was ist auch die Sehnsucht von Betroffenen, etwa auch im Bereich Glaube und Spiritualität, und wo gibt es aber auch Grenzen, die ich respektieren muss, wenn jemand sagt, gut, etwa ich spreche mit Ihnen als Bischof, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten und will auch damit nie wieder etwas zu tun haben. Bischof Voderholzer hat sich entschuldigt und gesagt, es tut ihm im Herzen weh, jedes einzelne Opfer, das betroffen ist. Papst Franziskus fordert, oder an Papst Franziskus wurde die Bitte herangetragen, einen Bußgottesdienst einzurichten von der Vatikanischen Kinderkommission. Was halten Sie davon? Ist das der richtige Weg? Das ist sicher richtig. Ich selber sage ehrlich, dass ich immer auch ein Stück zurückhaltend war, weil dann auch wieder Leute sagen können, das ist wohlfeil, ihr absolviert euch sozusagen, indem ihr ein öffentlichkeitswirksames Bekenntnis ablegt. Trotzdem bleibt es wichtig. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass da die Betroffenen spüren, die die Verantwortung haben, übernehmen die Verantwortung. Das ist das Entscheidende, zu sagen, ich nehme das an, was da an Beschuldigung kommt, ich sehe die Verletzung, und als jemand, der Verantwortung trägt, ich nehme das auf, und das sollt ihr wissen. Das ist, glaube ich, das Allererste und Wichtigste.